Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, wie ihr seht, habe ich jetzt immer noch in dieser Eintauschhöhle mich begeben, nach der etwas größeren Leveltour bei Let's Play Chrono Trigger. Es hat sich einiges getan. Ich möchte es nun mal schnell zeigen. Ihr seht die Levels, also Level 31, 30 und 29 für meine Standardgruppe für jetzt. Chrono, Luca und Frog. Verzeihung. Ja, Blitz 2 schon gelernt. Ebenso auch wie den Lebenszauber. Und auch Verwirren ist kurz davor, dass wir hier den Verwirrenszauber bekommen bei Chrono. Bei Frog hat sich einiges getan. Er hat den Drehsprung heilen erlernt, durch den Wasserspruch ist klar. Dann hat er Drehsprung erlernt und den Wasser-2-Zauber. Bei Kraft 2 ist er auf einem guten Weg. Doppeltex hat er den X-Schlag, den Wasserfall, Donnerstab, Eiswasser, Gletscher, Klingenwurf, Platzblase und rote Nadel erlernt. Und noch Triple-Angriffe hier. Angriff mit Eisstoß, mit Male und Chrono zusammen. Und den Dreifachschlag, der Delta-Angriff mit Robo und Chrono. Sind sehr interessante Attacken auf jeden Fall. Und bei Luca hat sich einiges getan. Sie hat Schutz und Feuer 2 gelernt. Und die Megabombe ist im Begriff zu lernen. Und ja, der Feuerpunch und rote Nadel kamen natürlich dazu. Auch die anderen, wie Robo zum Beispiel, hat einiges gelernt. Schauen wir mal schnell hier, der Heilstrahl später, ganz wichtig, gibt allen einige LP zurück, ganz wichtig. Und wir haben auch den Uzi-Punch, den erlernen wird, schlägt den Gegner mehrmals, auch sehr interessant. Und natürlich die ganzen Combo-Attacken, ich werde nicht mehr vorlesen, was das alles ist. Und auch Male hat noch einiges gelernt, wie zum Beispiel Hast und Eis 2. Und Kraft 2 ist sie auch im Begriff zu lernen. Ihre Kombinationsangriffe ergeben sich eigentlich aus den anderen Angriffen bis jetzt. Aber wir machen jetzt weiter. Wir begeben uns jetzt wieder in eine andere Zeit. Ja, wir müssen jetzt wieder in Frogs Zeit zurück. Damit wir hier weitermachen können. So, natürlich sind wir wieder am Portal vorbeigelaufen. Die mystischen Berge. Wir gehen an den Kilvalas vorbei, an den Sprintern vorbei. Und jetzt werden wir wieder angegriffen. Naja, egal. Ich lasse den Kampf drin. Denn ihr seht jetzt auch die Werte, die die Leute jetzt haben, mal besser. Im Kampf sieht man sie so, achtet man sowieso eher drauf. Und jetzt, das ist eher schade, Leute. So muss das eigentlich sein. Eine kurze Unterbrechung, die ich nicht möchte, aber ich muss sie leider machen. Und da ist er wieder, der Ravenite. Und wieder die Unterbrechung. Also Leute, jetzt hoffentlich doch wieder ohne Unterbrechung. Es geht weiter bei Let's Play Chrono Trigger immer noch. Ich glaube, ich sollte demnächst mal mein Telefon abschalten. Dann wäre es ohne Probleme machbar, auch mal Videos ohne Probleme aufzunehmen. Ja, egal. Ja, an dieser Stelle kann ich jetzt schon sagen, dass auch schon einige Aufnahmen zu einem anderen Projekt stattgefunden haben. Nein, keine Sorge, ich überwältige euch nicht mit Projekten. Es liegt einfach nur daran, wie ein anderer Let's Player schon gesagt hat, dass man nicht immer nur dasselbe Projekt spielen sollte, weil sonst dann wird das zu langweilig, weil man merkt, die Lust wird daran verloren gehen. Da kann man lieber auch mal an anderen Projekten weiterarbeiten. Deswegen habe ich auch mehrere Projekte angefangen. Dieses neue Projekt war damals in der gleichen Auswahl wie Chrono Trigger. Nämlich in der The Choice is Yours. Einige von euch erinnern euch sich vielleicht noch. Oh, der Delta Sturm ist gelernt worden. Sehr schön. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich versuche, dann ein Spiel mit einem Gastkommentar aufzunehmen. Hat bis jetzt die ersten drei Folgen sehr gut geklappt. Das ist nämlich Secret of Evermore mit Forsaken Man 84. Ja, zu diesem Standpunkt jetzt habe ich drei Folgen mit ihm aufgenommen und wird dieses Wochenende die erste Folge kommen. In der habe ich auch schon erwähnt, dass ich keine Massenuploads plane. Es geht einfach nur darum, ich möchte einfach wieder Spaß an anderen Spielen auch haben und immer nur rundenbasierende Rollenspiele, ganz ehrlich, sind schön und gut, aber auf die Dauer, dann zieht sich das so in die Länge. So, aber um wieder auf die Story zurückzukommen, wir gehen jetzt also mit Frog wieder in die, in seine Zeit zurück. Und werden etwas erleben, was wir hoffentlich, oder werden etwas mitbekommen, was ich leider nur von der DS, von der DS-Version noch kenne, weil der Rest alles, für mich nicht mehr wirklich bekannt ist. Habe ich schon fast alles wieder vergessen. Ich beule. So, wieder ein bisschen was gelernt. Und der Delta-Sturm, habt ihr gerade gesehen, ist gelernt worden, ist eine Triple-Tech-Attacke. Und wie ich zu den Punkten gekommen bin, weil ihr seht, ich habe jetzt genau 10 Stunden gespielt. Das liegt einfach daran, dass ich da, dass ich daran gearbeitet habe, die ganzen Charaktere mit dem Nu zu füttern, also dieses Nu-Monster aufzusuchen und immer wieder zu bekämpfen. Und ich habe einen weiteren Fehler gemacht. Ich bin schon in einen späteren Dungeon gegangen und habe da schon einige Sachen bekommen. 2 Heilgegenstände, weniger von Bedeutung.
allerdings einen Gegenstand, den Luca bereits schon trägt. Nämlich den Mesopanzer. Tut mir leid, dass ich ihn jetzt schon habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn jetzt schon bekomme. Nach Medina muss ich nicht. Ich muss zur magischen Brücke. Protokuppel auch nicht. Und ein Schlucken. Jawohl, Friedhof, Friedensschlucht. So. Da wir jetzt das heilige Masamune haben, Leute, werden wir wahrscheinlich jetzt auch in die mystischen Berge reinkommen. So. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder über die Friedensschlucht hinweg. Ach, wieder die lustigen Gegner da mit den, da sind sie wieder. Mit den Goblins im Schlepptau. Imp-Experten. Warum die sich auch immer Imp-Experten nennen, das sei denen überlassen. Und Frogmore, mach mal Schaden hier. Jawohl, also das ist doch mal eher Schaden hier, was soll man da jetzt machen? Naja, die Tech-Punkte, da lach mich drüber kaputt. So. An euch gehe ich vorbei, ihr spielt komisch Fußball. So. La 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 la. Ach ja, was sehr amüsant war bis jetzt, war die Tatsache, dass ich mich in nächster Zeit definitiv erstmal einen Chrono Trigger setzen werde, dass ich das Spiel von mir zu Ende bekomme. Denn dieses Spiel hat es wirklich verdient vom Soundtrack her. Und euer Zuspruch aufgrund meiner vielen Projekte lässt mich eigentlich auf was deuten. Ihr habt da kein Problem mit und das finde ich toll. Und? Okay, was auch immer jetzt passiert. Ah ja. Ah! Naja, da wird ein Kleiner geärgert. Hey da! Es ist Cyrus, rette euer Leben! Wah! Alle weg! Hm. Ja, und jetzt hat er mit dem Kreisel gestoppt. Schnief! Danke, Cyrus! Glenn, manchmal müssen die Menschen einfach die Zähne zusammenbeißen. Aber getroffen zu werden tut weh, es. Du bist ein Weichling, Glenn. Scheint wohl so, ja. Okay. Aha. Auf der Brücke, die Szenenbrücke, die kennen wir doch. Ja. Grüne Haare. Hey, Glenn, ich spiele mit dem Gedanken, ein Ritter zu werden. Ich weiß, du wolltest dich melden. Du wärst ein großartiger Krieger. Und wie wäre es mit dir? Naja, ich glaube eher nicht. Oder? Ich werde es wohl nicht schaffen. Selbstzweifel, nie gut. Warum nicht? Du bist sogar besser mit dem Schwert als ich. Aha. Viel gut zu wissen. Ich weiß nicht. Mich deucht, ich könnte niemals jemanden verletzen. Er hat damals schon so geschwollen gesprochen. Naja. Okay. Ah ja, die Stelle kennen wir ja noch. Ha! Oh! Das kennen wir doch alles noch. Jetzt sehen wir anscheinend, was damals passiert ist. Das ist doch Frog. Ja, ihr seht richtig. Und da kommt ein Amulett runter. Haha. Scheint das dieses Wappen zu sein des Froschkönigs, was damals von Cyrus erobert wurde. Scheint so. Und es schwimmt auf Frog zu. Welch Zufall. Das Amulett. Das Hirnamulett. Ja, nimm's doch auf. Gib mir das Masamune. Da ist es. Tja. Oh oh. Mein Name ist Glenn. Cyrus ist Hoffnung und Träume. Und jetzt das Masamune. Umgehend werde ich Magus ehrenvoll besiegen. Wow. Ja, und das natürlich mit der Melodie, die super genial ist. Wow. Heilige Kacke. Heilige Makrele, was macht er denn jetzt da? All die Energie im Schwert gebündelt. Und Schnipp! Sag ich doch. Wow. Der Spalter. Glenn der Spalter. Beziehungsweise Frog der Spalter. Tja.
Leute, auf der DS-Version gab es eine richtig schöne Filmsequenz, so wie auch auf der PlayStation-Version. Also ist echt beachtlich. Was ist hier los? Habt ihr gerade diese Fledermaus gesehen? Oder war ich der Einzige? Tja, also lass uns jetzt erstmal hier die Gegner bekämpfen. Vampir, weg. Jetzt nur die kleinen Gremlins. Oh, die haben eine gute Abwehr. Und Konter. Lücker? Walte deines Amtes als Magierin. Hallo. Glaube ich doch. Feuer 2. Mach mal platt. Mach mal putt. Uiuiui. Wow. Ja, Leute. Das ist ein schöner Zauber gewesen, nicht wahr? Tja. So sieht das aus. Und hier kriegen wir auch wieder Geld. Endlich. Was ist das für eine komische Fledermaus? Durch ein Geheimnis versiegelt. Okay. Oh ja. Very nice. Den Vampir, den mache ich so platt. Da ist ja kein Problem. So. Einmal. Zweimal. Und Luca, ich denke mal, Napalm reicht auch aus. So. Uiuiui. Also Glenn, du machst ordentlich Schaden. Beziehungsweise Frog. Bums. Ja, Napalm macht genauso viel Schaden. Ich glaube, ich bleib dabei. Ja. Also, ein paar Tech-Punkte kriegen wir auch hier wieder. Wow! Was ist denn hier nicht in Ordnung? Jetzt habe ich euch. Ihr Scheißviecher. Wow. Das sind nicht gerade wenig Ratten. Oder Gremlins. Die Gremlins sahen aber in dem Film damals anders aus. Komm, wir machen mal Blitz 2. Gewitter 2. Das will ich jetzt euch mal zeigen hier nochmal. Letztes Mal habe ich es ja auch gezeigt. Da haben wir ja verloren. Und das war es, glaube ich, nicht wieder. Ja, Stück für Stück tot. Ja, so muss das sein. 10 Tech-Punkte für die bekommen. Luca ist aufgelevelt. Sehr schön. Level 30. Und noch mehr Gegner. Also, was geht hier für eine Party ab hier? Eine Monster-Party. Eieieiei. Ups, das war wieder... Napalm. Denn ich treffe beide. Genauso. Bums. Kaputt. Machst du platt. Geht doch. Bumm. Jetzt habe ich nur einen getroffen, weil die weggelaufen ist vor der anderen. Gewitter. Gewitter muss reichen. Bums. Kaputt. Mach ich doch. Läuft. Wieder ein paar Punkte, Checkpunkte und Geld. Was ist das für eine doofe Fledermaus? Wer bist denn du? Notiz in Blut geschrieben. Der Jongleur ist Marus' Schloss. Angriffe stärken seine Verteidigung. Hä? Aha. Das sind wieder Fledermäuse. Und das scheint Marus' Schloss zu sein. Ich schau mal, was da noch herum ist. Anscheinend nichts. Also, merkwürdiger Ort. Sehr, sehr merkwürdig, das Ganze hier. Durch die magische Höhle kamen wir. Gut. Dann werde ich mal schauen, was kann ich benutzen. Ich kann hier eine Unterkunft benutzen. Very nice. So, Leute. An dieser Stelle werde ich wieder einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Chrono Trigger. Sprach der Raven hat nimmer mehr.